aus der Reihe. Ben hat keine Lust, seine große Kamera rauszunehmen. Verwendet er mal ganz schnell seine kleine Actioncam. Ist gerade angekommen hier am Bahnhof und läuft die Murgleiter weiter. Weitere Informationen gerne später, aber nur so mal als ganz kleine Impression. Das Stück hier laufe ich jetzt zweimal, weil wir beim letzten Versuch abbrechen mussten, weil Wetter zu scheiße, beziehungsweise Evelyns Knie zu kaputt. Und letztes Mal sind wir quasi hier runtergekommen, da hinten uns da durchgeschlängelt, da drüben über die Brücke. Und dann geht's hier hoch. Ja, ich weiß, die Kamera ist jetzt nicht der Brüller, aber besser als wenn ich überhaupt nichts mache, weil ich zu faul bin, die große Kamera rauszunehmen. Herzlich willkommen im Wald. So jetzt. Ich mache eine kleine Tour, Tagestour, ein Stück Murgleiter. Wollten wir eigentlich ganz machen, also zu zweit, Evelyn und ich, aber hat nicht funktioniert, weil ihr Knie kaputt. Aua, aua. Ich habe ja auch kaputte Knie, sie hat kaputte Knie, wir haben da was gemeinsam. Es variiert, wer von uns beiden gerade mehr Probleme hat, mal ich, mal sie. Und irgendwer hat meistens kaputte Knie. Ist beides, also bei uns beiden ist nicht anzunehmen, dass das nochmal so richtig viel besser wird. Das ist halt einfach immer so temporär. Mal eine gute Phase, mal eine schlechte Phase. Aber gut, ist wurscht. Jedenfalls sind wir bis hier gekommen und wollten hier eigentlich übernachten, weil es hier eine Hütte geben soll. Gucken wir uns gleich an. Die gibt es auch. Die ist aber für Übernachtung ein bisschen, na, sagen wir mal, bestenfalls suboptimal, um nicht zu sagen beschissen. Demzufolge sind wir dann nochmal abgestiegen. Ich habe noch ein bisschen ein Stück vorausgescoutet und geschaut, ob man da nicht eventuell nochmal ein schönes Plätzchen findet, wo man sich einen Tarp aufschlagen könnte. Das war auch nicht so richtig der Fall. Also es gab wohl Plätzchen, ich zeige sie euch, wenn ich vorbeikomme. Aber schöne Plätzchen gab es halt eben nicht, ne? Zumal es sehr geregnet hat. Und dann sind wir halt nochmal ein bisschen abgestiegen zur vorletzten Hütte, weil die war durchaus übernachtungstauglich und so haben wir das gemacht. Gut, und jetzt hat sie diesmal keine Zeit und ich bin wieder hier. Und ich möchte jetzt weiterlaufen bis Vorbach, denn zur Information, ich bin jetzt hier ein Stückchen über Obersroth, nennt sich der Ort, ne? Von dem man hochsteigt, ist... Ja, so die zweiten 75% von der zweiten offiziellen Murgleiter-Etappe. Könnt ihr mal googeln, wenn ihr Bock habt, die liebe Murgleiter mit den entsprechenden Etappen. Und für mich geht es jetzt also Richtung Reichenthal. Die meisten Höhenmeter bis Reichenthal habe ich jetzt schon hinter mir. Und in Reichenthal werde ich auf jeden Fall auch noch viel filmen und noch ein bisschen was erzählen. Das ist nämlich ein wirklich, wirklich schöner Ort. Und bis dahin gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Das ist also eine, ja, wirklich mehr eine Naturerlebnistour, als dass ich jetzt noch großartig wahnsinnig viel zu erklären hätte. Waldökologischer Art, also vielleicht mal zwischendurch irgendwie so ein bisschen. Hier habe ich jetzt gerade... keine große Lust. Ich befinde mich jetzt an so einem Hang vom Murgtal. Seht ihr dann auch gleich. Nur keine Hektik. Und Oberhang halt eben vom Murgtal. Sprich, die ersten Gipfel, die sind jetzt nicht weit weg im Inneren. Und man hat demzufolge entsprechend, dass ich so am Rand vom Kamm entlang laufe, hat man jetzt entsprechend häufiger eine schöne Aussicht runter ins Tal. Wetter ist sehr sonnig. Ich sage nicht gut, es ist sehr sonnig. Ich habe die Schnauze voll von sonnig, ehrlich gesagt. Aber nichtsdestotrotz ist es zum Wandern ja trotzdem nicht unangenehm, muss ich jetzt sagen. Zumal es sehr sonnig und in der Höhenlage, in der ich mich hier befinde, trotzdem nicht sehr warm ist. Ne? Ich habe hier extra das Westchen angezogen, jetzt zum Pause machen. Wenn ich danach wieder weiterlaufe, dann mache ich das im reinen T-Shirt.
demzufolge eigentlich wirklich bestes Wanderwetter, muss man ja zugeben, aber auch wenn ich die Schnauze voll habe von Sonne. Wir haben es um die Mittagszeit, ist also keine besonders gute Zeit für besonders schöne Fotos und besonders schöne Bilder. Nichtsdestotrotz versuche ich das trotzdem, weil ich bin halt jetzt nun mal jetzt hier so da. Habe gerade meinen Feschbar verzehrt, bin recht spät losgekommen, aber trotzdem. Nichtsdestotrotz sind es jetzt noch circa, weiß ich nicht, 16 Kilometer oder was bis Vorbach. Und die werde ich jetzt auch mit Kameraunterstützung zurücklegen. Hier hoch wollte ich jetzt halt erstmal ohne. Es könnte passieren, dass ich zwischendrin mal so kleine einzelne Passagen mit meiner Actioncam filme. Einfach weil die halt so saumäßig praktisch kurz aus der Hosentasche nehmen, verwenden und wieder einstecken funktioniert. Die Spiegelreflex macht schöne Bilder, ne? Das ohne jeden Zweifel, aber der Aufwand ist halt gefühlt 8-mal so hoch mindestens, wie wenn man so eine kleine Actioncam verwendet, die zugegebenerweise, meine jetzt, jetzt nicht so die Bombenbilder erzeugt. Es gibt meines Wissens auch keine Actioncam, die es mit einer halbwegs vernünftigen Spiegelreflex aufnehmen kann. Schmeiße ich jetzt einfach mal so in den Raum. Mal abgesehen vom Faktor der Bildstabilisierung und solche Späße, das ist ja bei Spiegelreflex nicht unbedingt so toll, es sei denn, man hat noch super schweres Zubehör dabei, muss ich gestehen, war ich jetzt zu faul zum Schleppen. Ich möchte einfach nur, um das noch kurz zu erwähnen, heute ein bisschen experimentieren mit meinem kleinen Stativ. Also momentan steht sie noch auf dem großen, ich hab's dabei, ich hab's schon dabei, aber ich möchte gern mit dem kleinen Stativ experimentieren, weil für spätere größere Outdoor-Touren werde ich das große Stativ nicht mitschleppen und dann gibt es so Laufszenen und Laberszenen halt eben aus der Perspektive, die man auf diesem kleinen Ding hier erreicht. Meistens findet man, wenn man sich jetzt zum Beispiel hinhocken möchte und was erzählt, in der Landschaft ja schon irgendwo einen Felsen. Ne? Ich hätte sie jetzt zum Beispiel da hinten irgendwo auf den Felsen drapieren können, also andersrum und dann würde ich mich jetzt quasi aus der anderen Perspektive sehen. Und das hätte auch mit diesem kleinen Ding funktioniert. Deswegen möchte ich einfach vermehrt üben und testen, und das ist heute der Fall, mit diesem Mini-Stativchen hier auszukommen. Das wiegt nämlich einen Bruchteil vom Großen. Und die Kamera an sich ist schon schwer, wenn ich dann noch das externe Mikrofon mitschleppen möchte und wenn ich dann noch damit rechne, dass ich gegebenenfalls Tieraufnahmen machen möchte, dann muss ich noch das Teleobjektiv mitschleppen und das wiegt auch nochmal ein Kilo. Und das ist noch ein leichtes. Und ja, da kommt dann schon relativ schnell relativ viel Gewicht zusammen. Oder, na gut, ein Kilo wiegt es nicht ganz, aber ist egal. Ne? So, ja, und deswegen starten wir jetzt die ganze Tourgeschichte hier ab hier oben. Und der Weg hier hoch ist auch nicht schlecht. Ne? Ist auch ein schöner Waldweg, durchaus, keine Frage, aber ist jetzt nicht so spektakulär. Jetzt weiß ich aber schon, weil ich ja schon vorgescoutet habe, dass jetzt gleich noch ein sehr hübscher 700 Meter Abschnitt oder sowas kommt. Und da lohnt es sich wirklich, die Kamera draußen zu lassen. Und ich werde versuchen, hoffentlich ein paar wackelfreie Aufnahmen hinzubekommen, also Filmaufnahmen. Ne? Und werde weiterhin noch ein paar Bilder machen und das Ganze dann noch mit irgendeiner Musik unterlegen. Ja, es wird voraussichtlich wieder klassische Musik. Ja, es gibt Leute, die das nicht mögen. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt. Wer klassische Musik ums Verrecken nicht leiden kann, ne? Der macht einfach bei diesen Szenen, die dann da kommen, da ist auch kein Gequatsche dazwischen. Das ist dann reine Bilder plus Musik-Szenen. Ist ja modern sowas. Der macht sich bei sowas einfach die eigene Musik an, die er gerne hören möchte und macht das Video ansonsten lautlos. Ja, ganz einfach. Und wenn man sieht, dass ich im Bild bin und diesen hier mache, dann erzähle ich wieder was. Dann ist Musik rum, dann kann man auch wieder den normalen Ton anmachen. Also wirklich im Grunde wirklich ganz einfach, aber es regen sich immer mal wieder Leute drüber auf. Was ist denn das für eine Musik? Ja, ich habe halt nun mal einen Bildungsauftrag, der sich auf musikalische Bildung ausweitet, wie ich finde. Ne? So ein paar Klassiker, also die man im Internet gut finden kann, muss ich dann halt hin und wieder mal bei den Videos reinschmeißen. Das passt ja nicht immer ganz super toll, aber mir gehen auch langsam die Stücke aus, die ich so gefunden habe in der YouTube Audio Library. Wobei, eins hätte ich noch, das habe ich zwar neulich erst auf Patreon verwendet, aber könnte man hier auch mal wieder raushauen. Und dementsprechend wird das wahrscheinlich der Kanon von Herrn Albinoni. Ne? Schauen wir mal. So. Und jetzt, wie gesagt, ein paar Aufnahmen, ein paar Fotos und ihr kriegt auch noch mal die tolle Übernachtungshütte zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich mich da hochtraue. Die sitzt so verdammt exponiert auf dem Felsen, dass ich das noch nicht ganz weiß, ob ich da hoch will. Aber wir werden es gleich sehen und
Ansonsten sage ich schon mal, bis später. Thank you.
Jo, und hier der super ungemütliche Schlafplatz, den ich gefunden hatte, ne? So als Survival-Schlafplatz sozusagen, weil, ja, hier ist auch schon der Weg. Aber gehen tut das, ne? Also wenn man spät abends kommt, und das war da schon recht spät, und früh morgens wieder weitergeht, dann geht das schon. Das ist halt in keinster Weise besonders schön, aber ne, zum Überleben langt das dicke. Das ist sogar ja, besser als so manch Plätzlein im Wald, so rein vom Liegekomfort her. Ne? Ja, damit bin ich am Dachstein angekommen. Das ist dieses Felsgebilde da hinter mir. Betreten auf eigene Gefahr ist wohl offensichtlich überhaupt nicht gesichert in irgendeiner Form gegen irgendein Runterfallen. Das ist sehr beruhigend für mich als Höhenängstler. Ich schaue es mir selbstverständlich trotzdem an und werde dann natürlich da auch ein kleines Päuslein einlegen. Nicht, weil ich das nötig hätte, sondern weil es da halt schön ist. Es ist ja auch ein bisschen eine Genusswanderung. Ich habe heute insgesamt ca. 20 Kilometer. Das ist nichts, was man mit leichtem Gepäck als Gewaltmarsch bezeichnen könnte. Demzufolge machen wir eine kleine Genusswanderung draus und setzen uns da nochmal ein bisschen hin und lauschen in den Wald, wo es besonders schön ist. Ne? So. Das wäre so mein Plan. Hier geht es ein kleines bisschen Wind. Ich bin aber faul und stecke mir jetzt nicht das Anti-Wind-Mikrofon auf. Naja, vielleicht, wenn mir nachher was noch einfällt, was ich erzählen möchte, dann schon. Aber wegen den paar Sätzen muss das, glaube ich, nicht sein. Ja, also das mit der Höhenangst, das äußert sich ja so. Es gibt Tage, da geht's. Und es gibt Tage, da geht's nicht so. Heute ist Letzteres. Ne? Also bis hierhin bin ich jetzt noch gekraxelt. Upsa. Nicht die Uhr am Felsen. Und hier geht's jetzt eigentlich echt. Ne? Hier gibt's keinen nennenswert großen Abgrund. Aber da drauf, da hinten, nee. Das muss ich mir heute nicht geben. Ein andermal vielleicht. Aber heute ist echt so ein Tag. Nee. Heute mal nicht. So. Das heißt, ich gehe noch ein Stück weiter. Ich hocke mich hier jetzt nicht hin. Ich gehe noch ein Stück weiter. Der Weg hat etwas an Schönheit zugelegt. Also das ist jetzt so dieser ganz kleine Trampelpfad, ne, der sich hier so darunter schlängelt. Zwischen den Felschen entlang kann man jetzt wegen der Lichtverhältnisse nicht so gut erkennen. Wir können allerdings mal zoomen, dann sieht man es wieder etwas besser. Schön. Lediglich der Wald hier, der ist eher etwas einförmig, sieht aber trotzdem nicht allzu hässlich aus, ne? Ja, hier kann man jetzt noch mal sehen, was passiert, wenn aus solchen für Mountainbikes nicht zugelassenen Wegen trotzdem Mountainbike gefahren wird. Ne? Kann man eigentlich ganz gut erkennen. Und das ist ja noch vergleichsweise harmlos. Das wird wahrscheinlich nur 2, 3 werden das nur gewesen sein. Wenn da noch ein paar mehr runtergekommen wären, dann sähe es da noch mal anders aus. Und natürlich zieht sich diese Rinne auch noch weiter runter. Das kann man jetzt nicht so gut erkennen. Wegen den schwierigen Lichtverhältnissen. Aber man kann da wirklich ganz schnell bei 20, 30 Bikern ganz schnell eine richtig schöne Rinne in den Wanderweg fahren. Also ja, das ist schon schwierig, wenn die da rumfahren, wo sie wollen und nicht wo sie sollen. Also man muss echt die Nerven weghaben, beziehungsweise ein bisschen dreist sein, seinen Hochsitz hier hinzustellen. Also erstens mal halte ich es für äußerst fragwürdig, in welche Richtung da geschossen werden soll. Nee. Und außerdem kommt hier die Murgleiter, so einer der tollsten Wanderwege im Murgtal, also eigentlich der primäre Wanderweg im Murgtal, eine Vorstraße. Eine weitere Vorstraße und noch eine Vorstraße zusammen. Und an so einer Kreuzung, wo sich gefühlte 8 Milliarden Wanderwege oder sonstige Routen kreuzen, kommt tatsächlich jemand auf die Idee, seine gute Idee, einen Hochsitz aufzustellen?
Das kann ich nicht nachvollziehen und finde ich tatsächlich fast schon ein bisschen dreist. Eine Besonderheit vom mittleren Murgtal um Vorbach und Reichental rum, ne, so also dem Bereich größtenteils auf der Ostseite der Murg, findet man diese kleinen Hüttchen immer mal wieder. Insbesondere findet man die dann in großer Zahl, wenn man wirklich auch im Wald in den kleinen Tälern abseits der Dörfer unterwegs ist. Da gibt es massenweise von diesen kleinen Hüttchen. Die sind tatsächlich so 250 bis 300 Jahre vor heute tatsächlich gebaut worden und sind kleine Heuhütten. Das ist eine ganz, ganz, ganz große Besonderheit einfach dieser Region hier im Schwarzwald. Gibt es sonst im Schwarzwald auch nicht. Liegt einfach daran, dass man hier gerade insbesondere im Bereich von Reichental unglaublich viele, unglaublich enge, schmale Täler gehabt hat, in denen es sich nicht gelohnt hat, in irgendeiner Form Landwirtschaft zu betreiben, außer vielleicht ganz kleines bisschen Viehhaltung und halt eben entsprechend Mähwiesen draus zu machen. Deswegen hat man immer so 150 Meter um die jeweiligen Bächen, in jedem dieser kleinen zahlreichen Täler gibt es auch einen zugehörigen Bach, hat man immer so 150 Meter drumherum den Wald platt gemacht und da eben entsprechend solche Magerwiesen aufkommen lassen, die man dann in mühsamer Handarbeit mit der Sense gemäht hat. Und damit man das ganze Heu dann nicht auch noch gleich noch durch die Gegend schleifen musste, mit dem Wagen fahren war ja auch schwierig, hat man es also erstmal zum Trocknen in diese kleinen Heuhütten gepackt. Und das Interessante ist jetzt, dass diese Hütten, wer sich auskennt, so ein bisschen so aussehen, als ständen die in Tirol. Weil in Tirol gibt es genau Hütten, die genau so gebaut sind. Das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass es ein paar Tiroler gegeben hat, die sich in Reichental und Vorbach niedergelassen haben. Es waren nicht viele, es waren wirklich nur eine Handvoll. Aber die wussten, wie man solche Hütten baut und die haben das halt dann einfach mal vorgeschlagen. Lasst uns doch da mal so ein paar Hütten bauen. Und das haben die Leute dann gemacht vor 250 Jahren und seitdem stehen da halt eben diese Hütten rum. Die werden zum Teil heute auch wirklich immer noch genutzt, teils aus Tourismus, teils weil sich da jetzt wieder auch ein wenig Geld mit verdienen lässt und gutes Heu mitunter gar nicht mal so einfach mehr zu bekommen ist. Man kommt im Laufe der Murgleiter an wirklich zahlreichen dieser Hütchen vorbei und die paar Bilder, die ich hier habe, sind jetzt wirklich nur exemplarisch. Ich habe jetzt nicht jede davon fotografiert und wie gesagt, manche sind auch noch relativ neu und intakt. Ja, auch ich als nicht besonders religiöses Persönchen kann durchaus aufgrund gewisser Umstände nachvollziehen, dass hier eben entsprechend dieses kleine Kapellchen oder was das sein soll, errichtet wurde, weil aus Dankbarkeit die Heimkehrer und das verschonte Dorf, hier links zu lesen, ich hoffe, ihr könnt es lesen, das hat schon einen gewissen Hintergrund. Nämlich, das muss man wissen, gegenüber von Reichental, ne, auf der anderen Seite vom Murgtal, da hat es ein Dorf leider erwischt. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die hier froh sind, das verschonte Dorf zu sein, das wirklich überhaupt nichts abbekommen hat aus dem Krieg. Weil oft war es ja so, und wir finden deswegen auch Bombenkrater hier im Wald durchaus hin und wieder mal, mitten im Nirgendwo, dass die Flieger so mit dem Sprit ein bisschen knapp geworden sind, die entsprechenden Jagdbomber, die dann hier eben entsprechend ihre Bombenlast haben fallen lassen. Und haben nicht alles getroffen, was sie treffen wollten. Unten direkt im Murgtal, wo es die Industrie gab, die als Ziel eben quasi entsprechend ausgewiesen war. Und sind dann halt deswegen, je nachdem, wer da halt eben der Pilot gewesen ist, nochmal schnell auf dem Rückweg übers nächste Dorf geflogen und haben halt da dann nochmal ein bisschen was fallen lassen. Natürlich gab es in diesen kleinen Dörfern dann keine Industrie und es hat sich auch nicht gelohnt, da eine Bombe runterzuschmeißen. Hat man aber halt eben dann wohl trotzdem das eine oder andere Mal getan. Und ich glaube, im besagten Dorf gegenüber, mir fällt jetzt und verrecken der Name nicht ein, ich guck's nochmal nach und schreibe es euch entsprechend hin. Da haben sie halt wirklich in dieses winzige Dorf, wo den ganzen Kriegsüber gar nichts runtergekommen ist, überhaupt nichts. Und es gibt da so einen dorfbekannten Mann, der sein Bein verloren hat, der halt eben als kleiner Junge dann da unterwegs war und beim x-ten Bombenalarm, wo es ihn einfach nicht mehr interessiert hat, oh, die kommen doch eh nicht zu uns, wir sind doch nur ein kleines Dorf, ne, ist er halt eben trotzdem raus auf die Straße und hat sich halt nicht im Luftschutzbunker verschanzt und ist, glaube ich, nochmal irgendwie in der Kirche rumgerannt oder an der Kirche rumgerannt oder irgendwie sowas und in dem Moment kam die Bombe runter und dann war das Bein weg. Ne, beziehungsweise Matsch. Und der Mann lebt jetzt seit
ja, er war damals, was war er da, 8 oder irgendwie sowas, 8 oder 9. Und seitdem lebt er halt mit einer Beinprothese, also Unterschenkel, amputiert quasi. Und ja, also ich denke, wenn man das mitbekommt, als das Dorf nebendran, was das andere Dorf nebendran getroffen hat, was hier hätte auch passieren können, dann kann ich wirklich so ein bisschen nachvollziehen, dass man auf die Idee kommt, ne, so ein kleines Kapellchen hier eben entsprechend hinzustellen, insbesondere wenn man bedenkt, dass es damals ja noch einen erheblich höheren Anteil gläubiger Menschen in der Bevölkerung gab, ist das wirklich sehr nachvollziehbar. Ja? Stimmt einen schon nachdenklich, ne? Also mich. Weiß nicht, wie es euch geht. Geh ich mal weiter. Ja, kurz vor Reichenthal geht's dann auch mal über Felder und nicht nur durch Wälder. Eine schöne Gelegenheit, mal die kleine Actioncam zu benutzen. Die hat halt einen krass tollen Weitwinkel. Also, das mag ich an dem Ding schon gerne, muss ich sagen. Und da oben wohnt der Reichenthaler Einsiedler scheinbar. Könnte ich mir gut vorstellen. Das ist ja mal toll, wenn du da ein Häuschen hast. Krass. Wir sind noch ganz weit weg vom Ort und Reichenthal selber ist ja schon klein. Also da wohnst du sehr artig auf dem Arsch der Welt. Nicht schlecht. Ach ja, das beschauliche Reichenthal. Hübsches, hübsches Schwarzwalddörfchen, für mich so ein bisschen der Inbegriff eines Nordschwarzwald-Murktal-Dörfchens. Wirklich, wirklich hübsch anzuschauen, ist ein 800-Seelendorf und heißt Reichenthal, weil es reich an Tälern ist. Denn wenn wir uns hier auf der Karte mal ein bisschen umgucken, dann können wir mal zählen, wie viele kleine Täler denn direkt in Reichenthal münden oder an Reichenthal münden. Und das sind tatsächlich so einige. Ich komme hier auf 6, wenn ich mir das auf der Karte so ein bisschen angucke. Das werden früher vielleicht sogar noch ein paar mehr gewesen sein, als man die noch weiter gerodet hat, die Täler. Also ne, immer das, wo die Karte weiß und nicht grün ist. Ja, aber jetzt gehen wir mal kurz ins Dorf. Soweit ich mich erinnere, war ich da, glaube ich, irgendwann mal auf irgendeinem Acker von irgendjemand für irgendeine Festivität, an die ich mich nicht mehr so genau erinnern kann. Jedenfalls war es sehr schön auf dem Acker und es war auch eine durchaus spaßige Festivität. Egal, zurück zum Dorf. Er gehört zu Gernsbach politisch. 800 Einwohner, habe ich schon gesagt. Sehr schönes kleines Dorf, sehr viele Fachwerkhäuser. Zuletzt abgebrannt im 18. Jahrhundert, also 1700 Ungrad. Und sprich der Wiederaufbau, da stammen noch einige Häuser eben entsprechend aus dieser Zeit. Das ist also nicht aufgemaltes Fachwerk, sondern echtes Fachwerk. Und wirklich ein wirklich hübscher Ort, einfach vom Ortsbild her. Neben den Heuhütten, die schon erwähnt wurden, kann man hier mal schön sehen, vorm Ort, wenn man auf die andere Seite vom Ort rüber guckt, wie sehr Reichenthal eigentlich wirklich im Tal drin liegt. Das Problem ist, die sind derart tief eingeschnitten ins Tal, dass sie nirgendwo nennenswerte landwirtschaftliche Nutzfläche gehabt haben. Also die haben sich bestenfalls hinterm Haus noch ein ganz paar Kartoffeln anbauen können, das war es dann aber auch. Dementsprechend ist man hingegangen und hat halt die Hänge hinterm Dorf zwangsweise terrassieren müssen, wie man hier schön sehen kann, nicht um etwa Wein anzubauen, sondern tatsächlich für so die üblichen Lebensmittel, die man halt einfach gebraucht hat. Und sei es nur der Kartoffelacker, alles hat man quasi in Form von diesen interessanten Terrassen hinten auf den Hang schmeißen müssen, also auf sämtliche Hänge, die das Dorf umlagern halt. Ist ja grundsätzlich von der Aufbauform her ein Straßendorf, hatte also eine Hauptstraße, da dran jeweils Häuser links und rechts und dahinter jeweils noch eben entsprechende landwirtschaftliche Nutzflächen, Garten und dann halt eben noch diverse Äcker. Und die sind hier halt eben in die Hänge verlagert worden, weil zu wenig Platz unten.
Ja, durchs Dorf fließt der Reichenbach mit relativ viel Kraft und das hat man sich auch zunutze gemacht, um entsprechend viele Mühlen anzutreiben. Also bestimmt mindestens zwei oder mehr, so genau weiß ich das nicht. Hier hinten war eine, die andere ist jetzt das aktuelle Waldmuseum, wo man sich schön schlau machen kann über die verschiedenen Nutzungsformen des Waldes, die hier betrieben wurden. Waldweide, Streunutzung, Pottasche-Siederei hat man gemacht, Kien. Hütten gab wird es gegeben haben, selbstverständlich hat man Köhlerei betrieben und jede erdenkliche Form, die es im späteren Mittelalter und auch in der beginnenden Industrialisierung der Waldnutzung gegeben hat, die gab es auch in Reichenthal. Auch Beeren haben sie natürlich überall gesammelt, wo es irgendwie ging. Das ganze Dorf ist also mit dem Wald sehr eng verbunden und ein Besuch im Waldmuseum lohnt sich auf jeden Fall. Alles ganz wunderschön dargestellt, vor allen Dingen haben sie noch eine uralte Säge, also eine richtig schöne große industrielle Säge, die halt eben vom Wasser noch betrieben wurde. Die hatte also nie irgendwie großen Anschluss an Stromnetz oder sonst wie. Also wirklich, schaut mal im Waldmuseum vorbei, hat immer sonntagnachmittags geöffnet. Ja, für mich geht's weiter und zwar extrem steil den Buckel hoch. Naja, das liegt halt wirklich ziemlich weit unten. Man kann hier noch schön sehen, direkt da unten gelegen wirklich die Altstadt und da hinten die ganze Solarzellengeschichte. Das sind natürlich alles neuere Häuschen im Gegensatz zu diesem hier. Wer auch immer sich diese Hütte ausgebaut hat, hier mitten im Nirgendwo der Äcker, da würde ich gerne einziehen. Ja, und dann hatte ich noch das Vergnügen, ein bisschen Vogel beobachten zu können. Hat eine Weile gedauert, bis ich ihn so weit in die Kamera gekriegt habe, dass man ihn einigermaßen gut erkennen kann. Ich habe vor Ort leider nicht hundertprozentig sicher sagen können, worum es sich handelt. Auffällig ist natürlich der rote Rücken ohne den roten Schwanz und ansonsten sind die relativ klein. Sind natürlich irgendwelche Greife, ist klar. Aber ja, ich bin mir echt nicht sicher, was das für ein Geselle da sein könnte. Vielleicht weiß das jemand, der ornithologisch mehr drauf hat als ich. Geht hier ganz schön hoch, also jetzt gerade nicht, aber eben, hab gerade einen fiesen Anstieg hinter mir. Meine Fresse. Ja, sonst immer noch recht schön. Schöne bis, hoppla, Entschuldigung, sehr schöne Wälder. Also irgendwas zwischen schön und sehr schön, ne? Ich denke, ich bin jetzt dann bald mal oben, dass es dann ein bisschen ebener wird. Und ab dem Ladstickfelsen, der ist noch 5 Kilometer oder was, geht es dann nur noch runter. Ja, also es mögen ja nur 20 Kilometer heute sein, aber es sind auch, glaube ich, 1000 Höhenmeter oder was, rauf und runter. Ne? Also das, ja, da kann man sich schon ein bisschen austoben. Eieieiei. Ja, hier haben wir jetzt wieder so einen schönen Fall von sehr grenzwertig rechtlich. Ne? Es gibt im Wald keine Privatgrundstücke, die man nicht betreten darf, weil es Privatgrundstücke sind. Sowas gibt es im Wald einfach nicht. Was möglich wäre, dass die Wiesen wirklich aufgrund des Naturschutzes nicht betreten werden dürfen. Dafür müsste das hier aber ein Naturschutzgebiet sein und nicht ein Privatgrundstück. Ne? Also die Eigentümer mögen ja was dagegen haben, dass man auf ihren Wiesen rumläuft. Und das kann ich auch irgendwo verstehen. Aber erstens, so eine Wiese hat keinen naturschutzfachlichen Wert. Insbesondere nicht im gemähten Zustand. Zweitens, so eine Wiese hat auch im nicht gemähten Zustand keinen nennenswerten naturschutzfachlichen Wert. Davon abgesehen, dann wäre es ein Naturschutzgebiet, wenn es hier einen nennenswerten solchen gäbe. Wenn da unglaublich seltene Arten drauf vorkommen würden, könnte man auch irgendwie erreichen, dass das ein Naturschutzgebiet erklärt wird. Und ansonsten gilt, das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist gestattet, unabhängig von der Besitzform.
des Waldes. So eine Waldwiese zählt als Wald. Das ist eine Nicht-Holzbodenfläche innerhalb des Waldes. Man unterscheidet Holzboden, mit Holz bestockte Fläche und Nicht-Holzboden, sonstige Flächen. Dazu gehören auch Waldwiesen. Und nochmal, es ist wirklich vollkommen Schnurz, wem die gehört. Das ist ja das Blöde. Hat man ein Waldgrundstück, kann man nicht verhindern, dass jeder Hinz und Kunz auf diesem Waldgrundstück gegebenenfalls rumläuft. Es sei denn, man kann wirklich anmerken, dass es aus naturschutzfachlichen Gründen notwendig ist, hier ein Betretungsverbot auszusprechen. Also sprich, dieses Schild da, das mag ja schön und gut sein, das hat aber überhaupt keine rechtliche Wirkung. Streng genommen könnte man sogar darüber nachdenken, ob man da nicht vielleicht eventuell gegen dieses Schild rechtliche Schritte einleitet, weil es halt eben ein Betretungsverbot suggeriert, das nicht besteht. Finde ich also hochkritisch. Ein freundliches Schild à la "Bitte betreten Sie doch nicht unsere Wiese". Darüber hätte man noch eventuell darüber nachdenken können. Aber da ist schon wieder zu viel Amtsdeutsch drin. Das finde ich klingt schon wieder zu unfreundlich. Gucken wir uns das doch nochmal gründlich an. Außerdem, natürlich benutzt man hier den Wanderweg Murgleiter, deswegen läuft man hier ja lang. "Betreten der Wiese aufgrund des Naturschutzes nicht gestattet. Wir bitten um Beachtung. Die Eigentümer. Achtung, Privatgrundstücke." Nee, also ist für meinen Geschmack nicht freundlich genug. Nee, das müsste noch ein bisschen freundlicher sein. Dass ich jetzt sagen würde, ach ja, gut, das kann man irgendwo nachvollziehen. Also ich als Ben bin nicht überzeugt. Gar nicht. Und jetzt gehe ich weiter. Ja, schön, der Wettsteinbrunnen und die dazugehörige Hütte. Keine Ahnung, wie die heißt, steht da bestimmt auf dem Schild. Gucken wir uns mal genauer an. Die ist jetzt von daher für mich interessant, weil Entschuldigung, wegen der Wackelkamera, wollten wir ursprünglich bis dahin laufen. Ne? Die geplante Etappe, als ich noch zu zweit war, war bis hier geplant. Und da wollten wir dann entsprechend nächtigen. Ja, hätte funktioniert. Hätte definitiv funktioniert. Hier gibt es ja reichlich flachen Boden, ne, wo man draußen davor entweder nächtigen kann. Man kann ja keinen Tarp aufspannen aufgrund der Beschaffenheit des Bodens. Aber auch sonst, da drüben hier, da guckt mal, da wäre auch noch flacher Boden, wo man dann auch hätte einen Tarp aufspannen können. Und man hätte selbstverständlich auch in der Hütte pennen können. Und die ist ganz frisch renoviert. Stand sogar in der Zeitung. Man hat bewusst auf das Anlegen einer Grillstände verzichtet, weil man das nicht wollte. Aber ansonsten ist die Hütte ganz frisch renoviert. Das ist eine ehemalige Heuhütte, glaube ich. Das würde erklären, warum es hier diesen relativ hohen Giebel gibt. Man hat hier noch zwei schöne Fenster, sogar mit Glas hinzugefügt. Ja, ganz frisch renoviert und schon alles voller Spinnenweben. Ja, also so als Wetterschutz nicht schlecht. Bisschen dunkel, aber gut, wir sind hier im Wald. Und das seht ihr jetzt auf der Kamera gar nicht mal so sehr, weil die macht es ja automatisch etwas heller. Ja, schon ziemlich duster. Ich hocke mich draußen noch ein bisschen hin. So, ich habe mir mal ein kleines Vesper zu Gemüte geführt. Folgendes. Hocke hier noch bei der Hütte rum. Wollte gerade noch so ein paar Takte zu dem, was ich bisher vollgefressen zur Murgleiter rausgefunden habe, erzählen. Ne? Also beziehungsweise rausgefunden, ihr erfahren. Ich habe das nicht recherchiert, sondern erlebt. Ne? Also das, was ich jetzt bisher gesehen habe, da muss man sagen, dass die erste Etappe, wie sie entsprechend offiziell ausgewiesen ist, sportlich ist. Die zweite... Übel. Also, ne, wenn ich bedenke, wie weit das jetzt noch ist. Und das ist jetzt schon noch ein Stück. Auch wenn das letzte Stückle da, das relativ heftige runter, das kenne ich schon, weil ich schon mal auf einer anderen Route vom Latschikfelsen runter nach Vorbach bin.
auch runter zum Bahnhof nach Worbach. Also das wird mehr oder weniger wirklich eine ganz, ganz ähnliche Route sein. Jedenfalls, das kenne ich schon und da weiß ich, das ist relativ heftig runter. Ist aber, auch wenn man relativ K.O. ist, jetzt gar nicht mehr so anstrengend. Es ist allerdings nicht ganz ungefährlich, wenn einem dann die Konzentration fehlt und man dann da eben entsprechend den Berg runter muss. Aber ansonsten ist diese Etappe schon, ich bin ja wirklich nicht besonders trainiert. Ne? Ich bin auch von meiner sonstigen Physiologie her jetzt auch nicht der Sportlichste. Ja, gar nicht. Die Rumlauferei ist ja für mich immer so ein Mittel zum Zweck, um halt eben in die Natur zu kommen. Da kommt man halt nur zu Fuß hin. Also muss man halt zu Fuß gehen, wenn man da hin möchte. Das war immer so der Grund, weshalb ich die ganze Wanderei und so weiter und so fort angefangen habe. Also wirklich nur ein Mittel zum Zweck ursprünglich, um auch möglich an die ganz entlegenen Orte eben entsprechend zu kommen. Das ist heute auch noch so, dass das so der Hauptgrund ist, weshalb ich dieses Hobby habe. Wobei ich sagen muss, dass die Lauferei per se an sich mir inzwischen auch schon Spaß macht. Ne? Es ist halt schön zum Kopf freikriegen. Das ist ja bei vielen solchen monotonen, fast schon meditativen Tätigkeiten wie eben spazifizieren gehen immer so, dass die relativ gut geeignet sind, um den Kopf mal freizukriegen oder halt über was weiß ich was für einen Quatsch nachzudenken und einfach mal so ein bisschen Hirn schweifen zu lassen. In meinem Fall kommen da auch immer mal ganz gute Ideen für weitere Videos raus. Immer mal wieder, heute jetzt nicht so, aber immer mal wieder. Ne? Oder Gott und die Welt, in meinem Fall eher die Welt als Gott. Aber egal. Politik, Frauen tauchen immer wieder auf. Inzwischen nur noch eine. einfach nur so ein bisschen Philosophie am Wegesrand, die mal kurz sein musste. Aber die Murgleiter, das wollte ich eigentlich erzählen. Es ist schon sportlich, ne? Das ist schon eine ambitionierte Wanderung. Also da gibt's echt Gemütlicheres. Die Höhenmeter sind halt übel. Die sind wirklich relativ übel. Ich glaube, auf der gesamten Strecke, die ja auf 5 Tagesetappen ausgelegt ist, sind das 2800 Höhenmeter oder irgendwie sowas. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich müsste es nachgucken. Ich schreibe es euch unten hin. Aber jedenfalls, da sind schon einige dabei. Ich habe gelernt bei den Pfadfindern, ne, insbesondere bei den Schweizer Pfadfindern, aber das machen wohl andere Gruppen und auch teilweise das Militär so ähnlich, dass die Märsche, wenn sie so richtige Märsche machen, also zum Beispiel so einen 40-Kilometer-Marsch oder irgendwie sowas, dass man dann quasi Kilometer gut geschrieben bekommt pro 100 Höhenmeter. Also 100 Höhenmeter sind ein zusätzlicher Kilometer. Wenn man also 5 Kilometer den Berg hochlatscht und macht dabei 200 Höhenmeter meinetwegen, dann gilt das als 7 sogenannte Leistungskilometer. Ich stelle fest, dieses Konzept macht durchaus Sinn, weil wenn man nämlich die Höhenmeter auf dieser Etappe hier noch dazu nimmt, dann kriegt man irgendwas, glaube ich, 28 Leistungskilometer zustande. Und ungefähr so fühlt sich das an. Also ist schon nicht ganz ohne. Zum Teil wirklich empfindlich steil, den Buckelnuff. Und auch die Dauer des Hoch ist bemerkenswert. Ich hoffe ja wirklich, dass ich jetzt bald oben bin. Ich habe keine genaue Karte. Ich hatte mal irgendwo noch ein Höhenprofil, habe es aber jetzt wieder nicht dabei. Und dementsprechend habe ich noch nicht so ganz den Überblick. Aber so gefühlt, und insbesondere da ich hier fast auf 700 Metern bin, müsste ich jetzt eigentlich demnächst mal oben sein. Weil höher als 800 geht es hier am Rand vom Murgtal echt nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass hier irgendwas ist, was höher als 800 wäre. Selbst dann später der Schliffkopf, also das Ende der Tour, wo man dann wirklich auf den Hochschwarzwald hochsteigt, wo es dann gar nicht mehr höher geht, außer man geht noch ein Stück zurück und geht auf die Hornisgrinde, die ist dann noch ein paar Meter höher. Aber der Schliffkopf ist, glaube ich, 1100 oder knapp 1100, irgendwie sowas. Also viel höher kann es hier echt nicht mehr werden. Deswegen
bin ich positiv optimistisch, dann mal irgendwann oben angekommen zu sein. Na, wir haben es jetzt auch schon 20 vor 5. Doch tatsächlich, die Zeit geht immer so verflixt schnell rum. Ich habe mir spaßeshalber mal einfach die Zeit, die ich jetzt unterwegs bin, auf der Stoppuhr abgestoppt und da steht jetzt 5,5 Stunden. Das ist allerdings inklusive sämtlicher Pausen, inklusive der relativ ausführlichen Mittagspause und teilweise habe ich auch ein bisschen Zeit investiert, um noch ein paar Fotos zu machen. Davon kriegt ihr ja längst nicht alles zu sehen. Es gibt ja immer nur eine kleine Auswahl. Ich mache gerne relativ viele Fotos. Der Fluch der Digitalkamera. Ich bin ja aufgewachsen mit Analog. Da hat man sich dann noch überlegt, machst du dieses Foto oder machst du es nicht? Das kostet so und so viel Geld. Insbesondere in einem Alter, in dem man sich das nicht so gut leisten kann, wo man dann quasi von Vater gesponsert bekommt, x Filme im Monat, ne? Also meistens so einen. Und den, der muss dann halt den Monat reichen. Sprich 36 Aufnahmen. Burp. Und dann musst du halt gucken, wie du damit klarkommst. Und dann überlegt man sich schon, muss ich dieses Foto jetzt machen? Und wenn man eine größere Wanderung macht und eine größere Tour, ich weiß noch, meine ersten Schweden-Touren, da hatte ich... Ich glaube, mit Mühe und Not und entsprechendem Gewicht habe ich mich da durchgerungen, 10 Filme mitzunehmen, weil es ja auch dann entsprechend viel Geld war. Und ich habe jetzt noch, das muss ich mir unbedingt mal wieder angucken, ich habe einen alten Dia-Projektor noch rumstehen. Das sind ja noch Dias, ne? Also diese Bildchen, die quasi aussehen wie Negative, die man sich dann in so kleine lustige Rahmen reinkleben muss, was auch ein Schweinearbeit ist, und die man dann mit dem guten alten Dia-Projektor an die Wand schmeißt. Wisst ihr alle, ne? So viele junge Zuschauer habe ich ja nicht auf dem Kanal. Das muss ich echt mal wieder machen, dass ich wirklich einfach mal den guten alten Dia-Projektor anwerfe. Also meine ersten beiden Touren, große Wildnistouren, Gruppentouren wohlgemerkt, aber die habe ich noch auf Dia fotografiert. Und dann gab es digital. Die Bilder sehen leider heute zum Kotzen aus. Die Dia-Bilder sind noch gut. Die sind noch in Ordnung. Also die Bildqualität war ja damals nicht schlecht. Man hat halt nur sehr überlegen müssen, welches Foto man jetzt nun wirklich macht. Ja. Und man hatte auch keine Live-Vorschau oder sowas. Man wusste dann halt nicht, wie das Bild aussieht, nachdem man es geknipst hat. Das wusste man erst nach dem Entwickeln, ob es was geworden ist oder nicht. Ach ja, da war das Fotografieren irgendwie aufregender. Und der Fluch der digitalen Fotografie, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ist halt meiner Meinung nach definitiv der, dass wir zu oft den Auslöser drücken. Ich meine, wer braucht schon 1000 Bilder von irgendeiner Natur? Gut, wenn die ganz, ganz lang ist, dann kann man über 1000 Bilder nachdenken. Aber zum Beispiel in Skandinavien, die Touren, die ich so gerne mache, zum Beispiel. Hier so Tundra, Vegetation und so weiter und so fort. Wer da anmerkt, das sieht ja überall gleich aus. Der hat zwar völlig überhaupt keine Ahnung, aber von den Fotos her kann man es so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Den 28. Steine vor Horizont, aber Schuss, ne? Das muss eigentlich fast schon nicht mehr sein. Auch wenn es völlig andere Steine und ein völlig anders aussehender Horizont sind, bin ich ja fest von überzeugt. Aber ich glaube, das ist so ein generelles Problem der Fjell-Fotografie, wenn man im skandinavischen Gebirge unterwegs ist. Ja, philosophisches am Wegesrand, wie gesagt. Jetzt gehe ich weiter und mache vielleicht unterwegs noch so 2-3 kleine Action-Cam-Aufnahmen. Oder wenn ich noch was Spannendes finde, hole ich die Kamera natürlich nochmal raus. Ich würde sie jetzt aber ein bisschen tiefer im Rucksack verstauen. Dann komme ich ein bisschen schneller vorwärts. Machen wir ein bisschen Strecke gut, ne? Weil wir haben es, wie gesagt, 20 vor 5, inzwischen Viertel vor 5 fast, noch nicht ganz. Und das heißt, irgendwann ist das Licht auch weg. Die Tage sind ja nicht mehr so lang. Ich denke, um 7 sehe ich auch noch, wo ich hintrete. Aber ich würde ganz gern so gegen 7 so langsam Richtung Vorbach runterschreiten. Ne? Dass ich dann schon da bin, wage ich zu bezweifeln. Aber runterschreiten, das wäre schön. So irgendwas um den Dreh. Das heißt, ich mache jetzt nicht mehr so viel Pause. Hau mir jetzt noch einen ordentlichen Schluck zu trinken rein. Und dann gucken wir, dass wir das Ganze hier über die Bühne kriegen. 2 wichtige Informationen noch, bevor ich weiterlaufe. Erstens, die Wasserversorgung auf der Murgleiter, von dem, was ich bisher gesehen habe, ist solide.
sehr solide. Man sollte schon ein paar Liter mitführen, insbesondere wenn man im trockenen Sommer unterwegs ist. Aber man findet unterwegs definitiv was. Also wenn man es mit dem Wasser sparen, sprich Gewicht sparen, nicht übertreibt und wirklich immer guckt, dass man noch einen Reserveliter im Rucksack hat, den man einfach gar nicht antastet. Das ist sowieso auf den meisten Touren zu empfehlen, immer einen Reserveliter dabei zu haben. Es sei denn, man ist irgendwo, wo Wasser einfach überhaupt kein Thema ist, wie zum Beispiel Skandinavien oder Schottland oder sowas. Dann würde ich immer so einen Reserveliter dabei haben. Hier bei uns in Deutschland ist der auch recht sinnvoll. Dann schafft man es immer noch bis zur nächsten Wasserquelle. Und wenn irgendwo Brunnen auf dem Schild steht, dann ist da meistens auch einer. Und die jeweiligen Etappen sind auch, glaube ich, so eingeteilt auf der Murgleiter, dass man an ein bis zwei Brunnen immer vorbeikommt. Also man kann mindestens ein bis zwei Mal pro Tag dann sein Wasser auch auffüllen. Das sind durchaus Trinkwasserqualitäten. Und außerdem gehen die Tagesetappen ja offiziell auch von Dorf zu Dorf, beziehungsweise von Stadt zu Stadt. Und da kann man sich natürlich auch immer jeweils noch was zu trinken besorgen. Das heißt, so die Wasserversorgung ist nicht so problematisch, wie das zum Beispiel auf dem Westweg der Fall ist. Auf dem Westweg muss man ja mitunter schon echt gucken, wo man was zu trinken herbekommt, beziehungsweise ist darauf angewiesen, in der nächsten Wirtschaft vorbeizuschauen, einfach um seinen Wasservorrat aufzufüllen. Also so als reine Tab-Tour ist das schwierig. Hier aber kein Problem. Ja, und übernachtungstechnisch, das ist auch nochmal so ein Punkt. Es gibt aufgrund dessen, dass man hier ständig irgendwie am Berg unterwegs ist, kaum ebene Flächen, wo man nennenswert guten Tab aufbauen kann. Also das ist auch definitiv echt Mangelware. Meistens, wenn ich so zurückdenke, sind die quasi neben den Hütten. Das heißt, man kann also genauso gut eine Hüttentour hier draus machen. Muss man sich halt eben vorher entsprechend die Karte runterladen. Als PDF, das geht. Kann man entweder auf dem Smartphone angucken oder man nimmt gleich ein GPS natürlich. Oder rennt das komplette Ding mit einem Smartphone, Kartengedönse rum. Oder hat tatsächlich sich eine richtige Wanderkarte gekauft. Das ist ja auch noch eine Option. Aber es ist schon empfehlenswert, sich als Übernachtungspunkt wirklich die Hütten auszuwählen. Ich bin gut im Lagerplätze finden. Ich bin da wirklich gut drin. Aber, also vergleichsweise, aber schwierig, hier echt schwierig. Was man natürlich auch noch machen könnte, was eine Alternative wäre, auf so einem Weg ist es echt praktisch, das gebe ich ja zu, auch wenn ich das nach wie vor nicht möchte, Hängematte. Ne? Weil am Hang, wenn der bewaldet ist und da Bäume stehen, dann kann man notfalls an fast jedem Hang irgendwo, wenn er jetzt nicht allzu super ultra steil ist, irgendwo ein Plätzchen finden, wo sich zumindest eine Hängematte hinhängen lässt. Dann muss man den Rucksack noch irgendwo in den Baum hängen, damit er nicht den Hang nicht runterfliegt im Laufe der Nacht. Aber dann kann man auf diesem Wege natürlich auch am Hang übernachten. Das ist aus meiner Sicht so der größte Vorteil der Hängematte. Einen anderen, der mich jetzt irgendwie zum Hängematte konvertieren könnte, sehe ich nicht. Falls jemand sich jetzt berufen fühlt, mich zu entsprechend bekehren zu wollen, dann bitte gerne. Aber das mit dem am Hang übernachten können, das ist echt ein dicker Pluspunkt für die Hängematte. Das macht das schon saumäßig nützlich. Jetzt gehe ich aber wirklich weiter, weil das waren jetzt so die beiden organisatorischen Dinge, die ich einfach noch kurz zum Murgleiter hinzufügen wollte. Ich bin jetzt am Latschik-Felsen. Sieht so aus. Habt ihr gesehen? Muss ich da jetzt noch hochsteigen? Ich mag nicht. Mag auch nicht runtersteigen. Ich mag nimmer. Diese Murgleiter ist schon, ist mental auch sehr kräftezehrend. Man wird den gleichen Berg dreimal hochgeschickt und viermal wieder runter, weil, ja, ist halt so, ne? Der Weg ist das Ziel. Erst dappt man hoch, dann dappt man runter. Dann dappt man wieder ein ganzes fieses Stück hoch, um dann nochmal ein Stück runter zu dappen und dann nochmal hoch zu dappen. Was soll das? Da hätte es doch bestimmt auch eine einigermaßen direkte Verbindung gegeben. Also, naja. Beziehungsweise, warum legt man überhaupt die Murgleiter über diesen blöden Felsen? Ben wird müde. Ben erschöpft. Ja, ich komme hier schon noch runter nach Vorbach und ich überlebe das auch, ohne größere Schäden davon zu tragen. Ne? Also so ist das nicht, aber also für eine gemütliche Wanderung war das jetzt schon ausreichend, muss ich sagen. Also nicht ganz so gemütlich.
Na gut, dann kraxel ich da halt nochmal hoch zu der blöden Hütte. Aber eigentlich habt ihr das schon gesehen. Ne? Da ist nämlich der Kühlschrank kaputt gewesen und ich musste den Westweg abbrechen, an dem ich eigentlich noch ein wenig länger weiterlaufen wollte. Aber dann war halt eben der Kühlschrank kaputt und deswegen war die entsprechende Westwegwanderung an dieser Stelle dann auch zu Ende und wurde dann später irgendwann in Forbach fortgesetzt. Ach ja, das waren noch Zeiten. Damals, als ich noch, keine Ahnung wie viele, wenig Abonnenten hatte. Ach ja. Ja gut, ich gehe halt mal kurz hoch. Außerdem habe ich jetzt eine bessere Kamera. Also eine Neuaufnahme der Aussicht von da oben würde sich so gesehen vielleicht doch lohnen. Aber ich will nicht. Ja, wird schon schief gehen. Ja, super. Und jetzt ist diesig und weit gucken kann man sowieso nicht. Also, hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt, der Weg hierher. Mach noch gleich ein paar Fotos und kraxel wieder runter. Also wenn man uns verrecken keinen Bock mehr hat, die Kamera auszupacken, die richtige, dann ist dieses kleine Futzelding hier wirklich wahnsinnig praktisch. So, ich bin in Gausbach. Gausbach gehört zu Forbach, ist ein kleiner Vorort, hübscher Vorort wohlgemerkt. Und, oh Katze, hallo. Hab ich dich jetzt gestört? Das tut mir leid. Schade, die hätte man streicheln können. Ich mag ja Katzen. So, und jetzt weiß ich noch vom Westweg, dass ich hier keine Ahnung mehr hatte, wo es eigentlich weitergeht, weil es hier nicht mehr gut ausgeschildert ist. Die Moogleiter ist gar nicht mehr ausgeschildert, der Westweg nur noch in die falsche Richtung. Boah, ich gehe mal geradeaus weiter. Das Schöne ist, man muss immer nur runter. Spätestens, wenn man an der Moog ankommt, ist man unten. Ne? Es ist in Tälern so, der Fluss ist immer unten. Ja, ich wollte noch Tschüss sagen. Hab sonst nichts mehr groß hinzuzufügen. War eine schöne Wanderung, also die Strecke ist toll, aber anstrengend. Und man muss ja die Kapazitäten geistiger Art mitbringen, sich das wirklich antun zu wollen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.